Liebe Freundinnen und Freunde, ich wohne im Lausitzer Seenland, einer Region, in der seit über 150 Jahren Braunkohle abgebaut und genutzt wird. Braunkohle zu nutzen ist nicht nur klimaschädlich, vertreibt Menschen aus ihren Dörfern. Braunkohle ist auch sehr schlecht für Wasser, Luft und Boden. Braunkohlenutzung ist Grund für tiefe Wunden in der Landschaft und hat extrem ökologische Folgen, ökologische Schäden zur Folge. Für die Flächen, die Braunkohleabbau in Anspruch genommen hat und Bergbauindustrieanlagen, die nach 1990 nicht privatisiert wurden, haben die Bundesrepublik und die Länder Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt schon über 10 Milliarden Euro für die Bergbausanierung ausgegeben. Die Sanierung stockt derzeit aber, beziehungsweise die angewandten Verfahren funktionieren nicht richtig. Hier dazu drei Beispiele, wo es nicht funktioniert. Gebiet Bergener See bei Hörswerda. Im Tagebau wurde von 1955 bis 1983 Kohle gefördert. Nach 1994 wurden dort Flächen saniert und später freigegeben, unter anderem für Forst, Landwirtschaft und das Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenland. Sicherheitsgebiet, so dachte man, auch ich. 2010 gab es aber dort eine großflächige Rutschung, ca. 1800 mal 600 Meter groß. 5 LKWs wurden erfasst, 4 LKW-Fahrer konnten sich selbst retten. Einer wurde mit dem Rettungshubschrauber vom LKW-Dach gerettet. Zum Glück kamen die Menschen nicht zu Schaden. Leider wurden 84 Schafe durch die Flutwelle am anderen Ufer getötet. Da der Schäfer, wie er mir sagte, sich an diesem Tag verspätete und nicht wie geplant bei den Tieren war, verlor er nur seine Schafe. Heute ist dort immer noch Sperrgebiet. Wann das Gebiet sicher und saniert ist, ist unklar. Gebiet Erikasee bei Lauta. Dieses Gebiet wurde 1918 bis 1962 Braunkohle gefördert. Zu DDR-Zeiten wurde dort saniert und trotzdem gab es auch Rutschungen, zum Beispiel eine Straße sackte mehrere Meter ab. Auch nach 1990 wurde wieder saniert mit schwerem Gerät. Der Erfolg blieb aus. Heute ist dort noch Sperrgebiet. Wann das Gebiet saniert und wieder sicher ist, ist unklar. Die braune Spree. Beim letzten Parteitag habe ich hier braunes Spreewasser gezeigt. Mein Änderungsantrag zum Wahlprogramm wurde übernommen. Jetzt steht Folgendes im Programm, Zitat: Als Folgen des Braunkohlebergbaus ist zum Beispiel die Spree durch Eisenhydroxid und Sulfat belastet. Dieses hat negative Folgen für Tiere, Pflanzen und den Menschen. Wir wollen, dass neben einem planmäßigen Ausstieg aus der Braunkohleförderung sehr viel mehr als jetzt getan wird, damit das Wasser in Flüssen, auch in Bergbauregionen, wieder von der Quelle bis zur Mündung klar und sauber ist. Zitat Ende. Wann die Spree wieder klar und sauber ist, ist unbekannt. Es kann aber bis zu 100 Jahre dauern, so die Einschätzung der Experten. Der Spruch, wie er von den Braunkohlefürwortern oft gebraucht wird, dass nach Beendigung der Tagebautätigkeit schnell saniert und alles wieder viel schöner wird, ist an sehr vielen Stellen der Lausitz widerlegt. Braunkohleförderung ist und bleibt gefährlich, auch Jahrzehnte nach dessen Beendigung. Ihr seht, wie wichtig mir das Thema Bergbausanierung, Altlasten, und dazu zählen nicht nur die Altlasten, die im Zusammenhang mit der Braunkohleförderung stehen, sehr wichtig. Der sächsische Altlastenkataster führt über 22.000 Altablagerungen, Altstandorte und militärische Altlasten auf. Das Thema Rekultivierung, Bergbau und Altlastensanierung würde ich sehr gern als Mitglied der Grünen Landtagsfraktion bearbeiten. An vielen Orten gibt es durch Altlasten viel massive Gefahren für Menschen und Tiere. Der Landesregierung ist dieses Thema nicht so wichtig. Es muss aber wichtig werden. Ich kenne viele Altlasten, wo nichts vorangeht und Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden allein gelassen werden. Der Druck von uns Grünen im Parlament und auch von den Menschen vor Ort muss viel, viel stärker werden. Applaus
Zurück in den zum Thema Kohleregion. Viel Geld auch von Unternehmerinnen und Unternehmen, Privatpersonen wurde schon investiert, um auf ehemaligen Tagebauflächen etwas Neues zu errichten. Danke dafür. Schaut euch die Tagebaufolgelandschaften an. Es entsteht an vielen Orten etwas Neues. Die Wunden heilen aber sehr langsam. Klar ist aber auch, je früher der Ausstieg aus der Braunkohlenutzung gelingt, umso weniger neue Wunden in der Landschaft kommen hinzu. Wir Grünen kämpfen auf Bundes- und Landesebene für die notwendigen Rahmenbedingungen, damit 100% im Strombereich im Zusammenhang mit dem nationalen Kohleausstieg bis 2030 Realität werden können. So unser Landtagswahlprogramm, welches wir hier im Saal einstimmig beschlossen haben. Wir Grünen kämpfen somit für einen deutlich früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung als durch die Kohlekommission vorgeschlagen. Diese hat im Endbericht empfohlen, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Dieser Klimakompromiss ist klimapolitisch sehr schwach. Die Klimakrise lässt uns einfach keine Zeit mehr, fast noch 20 Jahre zu warten. Endlich muss es vorangehen. Es ist notwendig, endlich ein sächsisches Klimaschutzgesetz zu beschließen, um mit konkreten Zielen etwas Wirksames gegen die Klimakrise zu tun. Der Gesetzentwurf der Grünen Landtagsfraktion mit dem Titel Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Sachsen liegt vor. Im September 2018 wurde dieser Antrag von den Kohlefraktionen CDU, SPD und AfD abgelehnt. Die Klimaschutzpartei, also wir, müssen viel mehr Einfluss im Sächsischen Landtag haben, am besten als Teil in der neuen Landesregierung. Gemeinsam haben Sie in der Hand, Sachsen zu ändern. Mein Name ist Jens Bitzka. Ich habe das einstimmige Votum vom Kreisverband Bautzen. Danke. Danke, Jens.